nicht sein. Und dann können wir sozusagen loslegen. Und damit Hallöchen und herzlich willkommen bei einer weiteren Nachtrunde von Planet Zoo. Unter dem Hashtag Nachtgeflüster gehen wir zusammen durch die Nacht und versuchen diesmal den neuen Zoo Meyers Regenwaldschutzprojekt auf, Goldstatus zu bringen. Rund um Meyers brandneues Regenwaldschutzprogramm liegt etwas in der Luft, doch es ist nicht etwa Begeisterung, sondern etwas ziemlich Übelriechendes. Es ist schon schwierig genug, einen Zoo von Grund auf zu errichten, aber diesmal fängst du sogar noch tiefer an, nämlich in einem aufgegebenen Steinbruch. Und da es sich um einen neuen Zoo handelt, darfst du dich auf so einige Anfangsschwierigkeiten gefasst machen. Aber Dominik würde wohl sagen, dass genau dein Ding ist. Schwierigkeit lassen wir auf Mittel und fangen einfach mal an und starten durch und schauen uns mal diesen Zoo an, was da mal wieder für Widrigkeiten auf uns zukommen. Und vielleicht versuchen wir es heute einfach mal ein bisschen schneller. Vielleicht schaffen wir es ja mal in, sagen wir mal, 7 Stunden. Weil ich will nämlich morgen relativ früh einkaufen gehen. So, wieder mal eine ganz hervorragende Landschaft. Hier sieht man, hat der Mensch umwelttechnisch alles in den Griff gekriegt. Wir sehen auch, wir müssen uns unterhalb behalten. Oh, Nancy. Grüße aus dem regnerischen Wales. Hi. Was ich so in den Zeitungen gelesen habe, hatte ich wohl recht, was deinen neuen Boss angeht, wie? Ja. Aber schön, dass du durchhältst. Mir würde dazu die Selbstbeherrschung fehlen. Ach, also, ich will dich nicht lange stören, aber du könntest bald eine interessante Nachricht bekommen. Ich habe bei einem Freund ein gutes Wort für dich eingelegt. Ich muss los. Ich glaube, das Abendessen brennt an. Oh oh. Halt die Ohren offen. Natürlich. Und auch Willkommen steif. Willkommen in deinem neuen Zoo. Hallöchen, Dominik. Nur, dass das jetzt noch kein Zoo ist. Das merke ich. Bevor du anfängst, wirst du hier wahrscheinlich ein bisschen aufräumen wollen. Es besteht eine klitzekleine Chance, dass hier enorme Mengen Giftmüll herumliegen. Das Grundstück war selbst für einen alten Steinbruch enorm billig. Oh, und steil ist es ja auch. Ich würde vorschlagen, den Besuchern eine Gondelfahrt anzubieten. Und mit vorschlagen meine ich, dass du eine bauen musst. Außerdem, natürlich. Als ich mich neben der Baustelle umgesehen habe, sind mir ein paar sehr arme Tiere aufgefallen. Die haben sich wohl verirrt. Richtig, richtig verirrt. Besonders die Schneeleoparden. Wie wäre es, wenn ich ihre Rettung organisiere und du sorgst dafür, dass sie wieder gesund werden? Ich glaube, das wäre in der Situation das Richtige. Schließlich würde ich normalerweise für neue Tiere zahlen müssen. Außerdem wird sich ihre Gesundung bestimmt positiv auf die bevorstehende Inspektion auswirken. Und jetzt, los mit dir! So, da sind wir. Das ist unser neuer Zoo. Fässer geben Wärme ab. Über die Temperatur kannst du sie finden. Nimm das gerettete Exemplar der Tierart auf und platziere es. 4 Tiere müssen wir aufnehmen. Habe in deinem Zoo mindestens 350 Gäste. Tja. Also, wir hätten also das mit den Hügeln ist natürlich schon mal mega krass. Hier bietet sich's ja an. Wo war denn die Grenze? Ich muss hier irgendwo verlaufen. Ach, da, auf dem. Das heißt, hier können wir was hinbauen. Diese Terrassen. Haben wir das Geländetool? Wir können mit Gelände arbeiten. Sehr gut. So. Alles klar. Hier ist ein Tümpel. Da ist ein Tümpel. Da müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Ob wir vielleicht alles komplett umbauen? Ich weiß es nicht. Wir müssen ja auch Geld verdienen. Denn das Problem ist ja, wir haben nur 40.000. Ne? Aber wir haben gehört, wir müssen irgendwelche Fässer aufnehmen. Das heißt, wir können ja schon mal mit Temperaturdingern anfangen. Alles klar, kostet richtig viel Geld. Okay. Also können wir nicht mal eben aufräumen. Gut, dass ich vorher drauf geguckt habe. Wunderschönes Gelände. Ja, ne? Hallo Jamie, ich grüße dich. Schönen guten Morgen. Also hier sind Fässer, 1, 2, 3, das dürfte sich um Giftmüll handeln. 4, hier vielleicht auch noch 1, nö. Und es dürfte sehr warm sein, befürchte ich. So, und jetzt geht's nämlich los. Ich habe keine
Ahnung, wie wir anfangen sollen. Also, sinnvoll ist ja immer, einen Rundweg zu machen, ne? Da sind wir uns, glaube ich, einig. Die Frage ist ja auch, wie können wir das sinnvoll gestalten? Also hier hinten zum Beispiel, jetzt weiß ich nicht, darf ich so eine Mauer hier zum Beispiel abreißen? Seht ihr? Das darf ich zum Beispiel gar nicht abreißen. Heißt also, dass wir uns sozusagen entweder hier irgendwie, aber ich darf das nicht abreißen. Ich meine, wir könnten hier natürlich ein Gehege machen. Das sieht ja auch gar nicht so schlecht aus. Vielleicht nicht unbedingt ein Affe oder so, aber theoretisch könnten wir hier natürlich was raus machen, ne? Das ging schon. Die Frage ist, kriegen wir hier einen Weg durch? Weil sowas hier darf ich zum Beispiel auch nicht abreißen, ne? Also ihr seht, sowas darf ich nicht abreißen. Ich kann es auch nicht in der Größe oder Höhe verändern. Das heißt, die Frage ist ja überhaupt, kriegen wir hier einen Weg durch? Denn ich könnte mir schon vorstellen, dass wir zum Beispiel, naja, weiß ich nicht, hier vielleicht einen Weg abknapsen, hier so rum. Können wir hier ein Gehege hinmachen, ne? Dann hätten wir hier oben schon mal schön Fläche. Könnten uns was einfallen lassen. Hier so rum, ne? So in dieser Art. Wir können natürlich mal testen. Welches Muster gefällt uns denn? Gefrorener Eisweg. Ja, das passt, das passt. Nein, wir nehmen hier einen rustikalen Weg. Machen den am liebsten natürlich immer auf einer Achterbreite. Kamera folgt. Gibt es noch irgendwo? Dass der nicht ansnappt, weil der soll ja gar nicht hier ansnappen. Was ist denn das überhaupt? Ach, das scheint der Anfangsweg zu sein. Nein, 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 das wollen wir nicht. Also hier, ja, ich kann es nicht messen, ob das hier funktioniert, weil er immer gleich da hinten ansnappt. Aber hier könnte man doch eigentlich was bauen, oder? Hier wird es eng. Hier müsste man vielleicht von der Breite her ein bisschen Abstriche machen. Kann ich das hier wegschmeißen? Das muss man ja immer vorher wissen, ne? Ja, das geht weg. Das geht. Okay, das heißt, wir könnten hier so einen Rundlauf machen. Vielleicht müssen wir auch einfach hier etwas kleinere Wege nehmen. Eigentlich bin ich da nicht der Freund von. Ich habe nicht gesagt, du sollst das bauen, ne? Ich habe nur gesagt, du sollst nach oben gehen. So, jetzt müssen wir das hier wegkriegen. Sowas geht weg. Das hier geht anscheinend nicht weg. Das gehört nämlich zum Gebäude. Ah, die wissen schon, wie man es macht, ne? Vielleicht machen wir den Weg, weil ich finde den Anfang immer sehr schwierig. Wobei, wir könnten ja vielleicht auch mit dem Geländetool mal ein bisschen was tun hier. Weil hier haben wir es ja zur Verfügung. Dass wir hier ein bisschen absenken. Ich habe damit noch nicht so gut gearbeitet. So, vielleicht reicht das ja schon.
So könnte man das doch machen, ne? Ist jetzt nicht ideal, gar keine Frage, aber es ist eine Variante. So, dann machen wir hier mal ein bisschen länger. Ja. Also ihr seht, das ist mitunter... Wo wollte ich denn durch? Ach nee, da darf ich nicht durch, genau. So, hier ist ja egal, ne? So. Bisschen näher ran. So, das hier muss zum Beispiel ausgeglichen werden. Warum das grün wird, weiß ich nicht. Wobei glätten, ist glätten das Richtige? Was ist das denn hier? Fundamenthöhe abflachen. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das alles richtig ist, was ich hier tue, aber... Was könnte man hier alles hinmachen? Mal gucken, was wir an Tieren überhaupt zur Verfügung haben. Ach so, ich muss erst ein Handelszentrum bauen. Alles klar, natürlich. Kann man hier nicht schon was reinbauen? Das wäre cool, jo. Ich meine, hier das Gestrüpp ist natürlich Schied im Weg, ne? Das finde ich schade, dass man das nicht einfach wegmachen kann. Dass man sagt, okay, das Gebäude muss bleiben, alles klar, aber hier so ein Gestrüpp zum Beispiel, das könnte doch wunderbar weg. Ja. Denn hier so ein Tierhandelszentrum könnte doch wunderbar... Ja, Overlay wieder. Mann, mach doch den Scheiß weg, braucht kein Mensch. Gut, es bietet die Möglichkeit. Ist natürlich ziemlich albern, ne? Aber auf der anderen Seite... bietet sich an der Stelle ja wirklich an. Natürlich albern. Gebe ich unumwunden zu. Aber was will man machen? Ich habe doch die Rasterausrichtung an, ne? Also manchmal verstehe ich dieses Spiel auch nicht.
Nein, manchmal verstehe ich das nicht. Also normalerweise gehören die Büsche da nicht hin, das ist klar, ne? Was kostet denn so eine Wand? 5, naja gut, das sollte ich noch hinkriegen. Betonholz. Gib mir mal Wände generell bitte nur. Rigips. Porenbeton. Alles klar, die haben wir. So, dann wollen wir mal uns mal um die Wandschilder kümmern. Da müssten wir jetzt eigentlich auch Mitarbeiterschilder... Nee, so. Das hier ist die Werkstatt. Ja. Schön ausrichten. Das hier ist, glaube ich, die Quarantäne, ne? Ja, ja, ist ein nicht gestaltetes Gebäude. Quarantäne. Das dürfte der Mitarbeiterraum sein, ne? Und das hier ist die Forschung. So, wir können noch nicht mal vernünftiges Licht dran machen. Weil wir haben nur diese Dinger hier. Och, wie ekelhaft. Haben wir schon Mitarbeiter? Also sollten ja eigentlich keinen haben, ne? Einen Techniker. Du kriegst den Forschungsauftrag erstmal, weil wir sonst ja nichts brauchen. Und du kannst dich gleich mal mit der Erforschung von Barrieren beschäftigen. So. Mal gucken, ob es das macht. Mal gucken. Was haben wir denn an Tier? Irgendwas habe ich falsch gemacht. Irgendwas war denn jetzt hier Tierhandel? Siehst du, das ist nämlich nicht die Quarantäne. Das ist Tierhandelszentrum, ich Depp. Heißt immer so schön, wenn man nicht weiß, was man tut, ne? So. Tierhandelszentrum, das ist es. So. Mitarbeiterraum, Forschung, Tierhandel und Werkstatt. Alles klar. Dann könnten wir... Könnte man denn mal so eine Quarantänestation hinbauen? Wo wäre da denn noch Platz für? Hier ist der Eingangsbereich. Ich meine, wäre natürlich irgendwo geil, wenn die da wäre. Aber hier haben sie so viel Grünzeug hingemacht, das ist irgendwie schwierig. Aber wenn wir neue Tiere holen, müssen wir natürlich auch eine Quarantänestation haben. Kommen wir ja gar nicht drum rum, ne?